Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Live-Ausgabe von Bewegte Rhetorik, der Kanal, der die besten Rhetoriktrainer und Topspeaker im deutschsprachigen Raum interviewt. Dein Moderator, wie immer, Felix Behm. Und heute ist bei mir Keynote-Speaker Norman Gräter zu Gast. Unser Thema wird sein vom Rhetorik-Club nach Hollywood. Und damit komme ich zur offiziellen Anmoderation von Norman Gräter. Er ist Keynote-Speaker, Trainer und Coach und inspiriert Menschen in Unternehmen wie beispielsweise PayPal, Bosch oder Daimler zu mehr Eigenverantwortung und einem menschlicheren Umgang. 2017 wurde er zum Trainer des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt dreimal gewann er den Europameistertitel im öffentlichen Reden. Worüber wir heute reden werden, das handelt von einem ganz großen Ding, das er vorhatte. Ich fasse das nur mal in Stichwörtern zusammen, denn Norm, du wirst da gleich selber was zu sagen. Porsche Arena, 6000 Menschen, Absage und Totalausfall einer Veranstaltung. Was es genau damit auf sich hat und vor allem, wie seine Geschichte mit Hollywood zusammenhängt, wie es ja auch im Titel schon angeteasert ist, das erzählt er uns jetzt in den nächsten 30 Minuten. Ich freue mich auf ein spannendes Interview. Herzlich willkommen, Norm. Hallo Felix, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, wir sind alle jetzt schon auf die Folter gespannt. Die Zuhörer werden sich fragen, was hat das damit auf sich mit dem Titel? Deswegen lasst uns doch gleich voll reingrätschen mit der ersten Frage. Der 24.03.2020, das ist wahrscheinlich ein Datum, das du so schnell nicht vergisst, vielleicht auch nie vergessen wirst. Es sollte ein großer Tag werden. Hol uns doch mal ab. Was ist denn da geplant gewesen? Ja, an dem Tag war neben meinem 43. Geburtstag geplant, gemeinsam, du hast es erwähnt, mit 6000 Besuchern die Zielerreichung, ich wollte sagen, gerade zu feiern, zu zelebrieren, überhaupt mal in die Sicht zu stellen. Weil wir alle haben Ziele im Leben und wahrscheinlich stellst du fest, wie auch ich, es gibt manche, die erreichst du mit Leichtigkeit, und an anderen, da beißt du dir immer wieder die Zähne aus. Und ich habe mich immer gefragt, woran das denn liegt. Warum ist manches so leicht und manches gefühlt so schwer? Und habe mich 6 Jahre auf ein Eigenexperiment begeben, um eben die Größen dieser Branche, die Tony Robbinses, die Les Browns, die, wie sie alle heißen, Brian S. Tracys, Bob Proctors, zu erforschen, um zu schauen, das, was die uns beibringen, was davon funktioniert bei mir, bei Norman Gräter. Und habe das gemacht über 6 Jahre mit dem Ziel, eben nach 6 Jahren die Porsche Arena gefüllt zu haben. Das war damals mein großes Ziel. Und wir alle, die 2020 schon geboren waren, wissen, Ende März 2020 war es nimmer so wirklich mit Großevents und Veranstaltungen. Und eben 12 Tage vorher, am 12. März, kam der Anruf der Stadt Stuttgart und somit das Veranstaltungsverbot. Das klassische Orchester, das geplant war, um es richtig emotional zu machen, war schon am Proben, die Bühne war Probe aufgebaut, wir haben die Pyro schon mal geschossen, die LED-Wände waren bespielt, es war alles fertig, es war eine Show, die hätte es wirklich zum ersten Mal gegeben weltweit in der Kombination, wie ich es geplant hätte, um es eben sehr emotional zu machen. Und ja, dann kam 12 Tage vorher leider die Absage. 12 Tage vorher bei 6 Jahren Vorbereitung. Jetzt fragt sich bestimmt jeder, wie geht man denn damit um? Ich meine, du hast viel davor gemacht. Wir kommen nachher noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Ich habe es in der Anmoderation erwähnt. Du hast viel erreicht in deinem Leben, planst so ein Riesending. Da kann man sich kaum vorstellen. 6000 Leute. Was machst du in dem Moment? Beziehungsweise, was hast du gemacht, als da der Anruf oder das Schreiben kam, dass das Event verboten wird, dass es nicht stattfinden kann? Ja, die Frage aller Fragen. Im allerersten Moment, Felix, lief mein Überlebensmechanismus los. Ich habe 16 Jahre Erfahrung im Eventmanagement, daher ich kenne mich aus mit Krisensituationen, mit, oh, jetzt geht irgendwas maximal schief, wir brauchen jetzt einen Plan B.
natürlich Technik angerufen, Dirigenten angerufen, quasi die ganzen Orga-Dinge im Hintergrund geregelt, allen Beteiligten Bescheid gesagt. Und nachdem dieser offizielle Akt vorbei war und quasi das Adrenalin wieder auf Normallevel kam, dann ging es komplett in den Keller. Und zwar komplett. Viele haben gesagt, ja, das kann ich verstehen. Nee, kannst du nicht. Also wenn du noch niemals 6 Jahre auf einen Punkt hingearbeitet hast und 12 Tage vorher wird dir der Punkt weggenommen, ohne dass du gefühlt was dafür kannst, das kann man mit nichts vergleichen, zu sagen, oh, bei mir hat auch schon mal was nicht geklappt. Ja, hast du 6 Jahre, deine Zeit, deine Energie, dein Geld, alles in dieses Projekt investiert und dann wurde es nichts? Und dann saß ich da im Loch und ganz ehrlich, all das, was ich anderen Menschen beibringe, hat nichts mehr gebracht. Also kein schlauer Spruch, kein Zitat, kein du musst nur an dich glauben. Das war alles schön gesagt, nur es hat nichts gebracht. Und ja, da lag ich dann 2 volle Tage, habe den lieben Gott angeschrien, was für ein blöder Arsch er denn sei, mich hier auf diese Reise zu schicken. Und dann 12 Tage vorher nimmt er mich vom Spielfeld. Was soll denn der Mist? Nur das bringt ja nichts. Und mir fällt gerade der Spruch der anonymen Alkoholiker ein. Nicht, dass ich da jemals war, nur ich fand diesen Spruch sehr schön, als ich ihn mal las. Der besagt nämlich, du kannst es nur alleine schaffen, jedoch schaffst du es nicht alleine. Und damit ist gemeint, ich selber musste den Willen haben, den Blick wieder Richtung quasi Himmel zu richten, wo ich da auf dem Boden lag. Das ist mein Part. Du kannst es nur alleine schaffen. Nur wenn du dann hochschaust, du schaffst es nicht alleine. Du kommst nicht alleine ans Ziel, weil dich eben die Erdanziehung, die schlechte Erfahrung, was auch immer in deinem Leben war, zurückzieht. Und dann brauchst du Freunde, Bekannte, Mentoren, die dich unterstützen. Und so war es dann auch bei mir. Also letztendlich, das Event wurde auch nicht verschoben, fand auch nicht digital statt, sodass man sagen könnte, naja, mindestens ein bisschen, was hat man davon gehabt? Es wurde tatsächlich dann wirklich auch komplett für immer quasi abgesagt, ist das so? Wir haben das Live-Event komplett abgesagt, weil es hing zusammen mit meinem Geburtstag. Es war von der Tourneeplanung der Bühne her, es war alles auf diesen Tag gemünzt über 6 Jahre hin, auch mit dem Orchester, wo die gerade waren und so weiter. Das heißt, eine klassische Verschiebung hätte das Event wahrscheinlich um 100.000 Euro teurer gemacht, was in dem Fall einfach nicht möglich war, weil ich habe auch gesagt, wir verlangen jetzt keine 100 Euro Eintritt, sondern wir hatten, glaube ich, 28 Euro oder sowas oder 36 dann irgendwann mal sehr bezahlbar. Und schön, dass du es ansprichst. Ja, es gab dann ein Digital-Event, weil eben nach 2 Tagen rief eine Freundin an, die sagte, mir fällt gerade ein Amerikaner ein und er hat immer auf alles, was passiert ist, gesagt, das ist gut. Und ich sagte, jo, das ist gut. Vivian, ich zähle jetzt nochmal auf, was nicht gut ist in meiner aktuellen Lage. Wie kommst du drauf, da ist was Gutes dran? Ich sagte, doch, es muss was Gutes geben. Und nach diesen guten Dingen habe ich geschaut und habe mich dann recht schnell entschieden, eine Digitalvariante zu machen. Wir erinnern uns Anfang der Corona-Zeit, Zoom, die Leitungen, wir waren weit nicht da, wo wir heute wären. Also heute könnten wir das Orchester zuschalten, jeder zu Hause. Damals hat es noch nicht so funktioniert. Daher habe ich mich entschieden, eine Wohnzimmervariante zu machen davon. Die war auch kostenfrei, weil ich wollte einfach den Content weitergeben, den Inhalt. Mir ging es gar nicht mal um Eintrittsgelder, die sowieso gespendet worden wären an blinde Kinder, dass die wieder sehen können. Daher habe ich dann quasi in 4,5 Stunden an meinem Geburtstag, das war der Plan, ein Live-Event gemacht und habe gemerkt, meine Leitung hier auf dem Land hält das nicht durch. Und die Schalte von Zoom zu Facebook hat damals auch nicht so geklappt. Also haben wir es am Vortag quasi aufgezeichnet und haben es dann gestreamt und so getan, als wäre es live, bis dann Facebook in die Knie gegangen ist bei 4,5 Stunden Filmen und es nicht gestreamt hat, dann musste ich quasi sagen, dass es eine Aufnahme ist. Also es ging einiges schief. Ich werde diesen Geburtstag auf jeden Fall lange in Erinnerung behalten. Jetzt ist ja die Frage der Nachwirkung. Was hat so ein Ereignis als Nachwirkung? Und vor allem, wie kam es denn dann letztendlich zu dem zweiten Teil, der auch Titel dieses Interviews ist? Und wir sehen ja im Hintergrund bei dir, mindestens sieht das mal schon so aus, wie so ein Regiestuhl. Genau. Wie bist du weitergegangen, du als Norman, du als Motivationsspeaker und Trainer? Denn ich hoffe zwar, es wird mir nie sowas
in dem Ausmaß passieren. Aber klar, kommen immer wieder Dinge, die uns extrem runterreißen. Mit so langer Vorbereitungszeit bin ich jetzt aber mal gespannt, was ist danach passiert. Es ist in Englisch würde man sagen, ein Mind-Shift passiert, quasi eine Veränderung der Sichtweise, dass ich nämlich realisiert habe über den Hinweis der Freundin, die sagte, das ist gut, von diesem Amerikaner, dass es keine Realität gibt. Das hat Einstein schon gesagt, alles ist relativ, Relativitätstheorie. Und das habe ich mir sehr genau angeschaut und festgestellt, dass es wirklich keine Realität gibt. Die einzige Realität, die es gibt, ist nur in meinem Kopf, wie ich mit Dingen umgehe. Und zurückgehend auf diesen Tipp, das ist gut, habe ich dann angefangen, nach den guten Dingen an dieser Absage zu schauen. Und am Anfang fiel mir natürlich nichts ein, weil ich stand ja in meinen Ruinen und habe dann mit dem Banalsten angefangen, nämlich, oh, ich habe am 24.03. einen Tag frei. Ich kann meinen Geburtstag feiern, wie ich möchte. Muss keinen Soundcheck machen, muss keine Show spielen, muss keine Tausende von Büchern unterschreiben. Und der eine oder andere denkt jetzt, das ist aber schön geredet. Ja, und das war der erste Schritt. Und auf den Schritt folgte der nächste, und folgte der nächste und folgte der nächste. Ich habe quasi für die, die uns zuschauen, von einer negativen Brille, von einer roten Brille, habe ich umgeschaltet auf eine gelbe Brille, auf die Spaßbrille. Jetzt sagen manche, aber was soll man jetzt die Brille sagen? Schau hin. Wir alle haben so eine Brille auf jeden Tag. Und für die, die es sehen und nicht nur hören, sehen es gleich. Ich schreibe mal auf die eine, auf die rote, Frust und Ärger. Das, was viele von uns seit mehreren Monaten haben. Da wir 24 Stunden am Tag so eine Brille aufhaben, ist wirklich alles, was wir sehen in unserem Leben, Privatleben, Beruf, Finanzen, Gesundheit, Freunde, Beziehung, alles, was es gibt, sehe ich durch diese Brille, weil ich kann gerade in diesem Raum hinschauen, wohin ich möchte. Und überall sehe ich einfach Frust und Ärger. Alles, was ich wahrnehme, ist, wie es ist. Nur meine Brille macht es zu Frust und Ärger. Und wenn das geht, geht es natürlich auch andersrum. Jetzt kann ich die gelbe Brille nehmen und da schreibe ich mir jetzt drauf Freude und Chance. Für alle, die gerade im Podcast dann das später hören, Norman hat gerade eine überdimensional große rote Brille auf und jetzt wechselt er zu einer gelben, wo Freude und Chance draufsteht, da gefällt mir schon besser. So ist es. Und auch da, ich habe eine Brille auf und auf den Gläsern steht jetzt Freude und Chance und überall, wo ich in meinem Leben hingucke, sehe ich Freude und Chancen. Die Situation ist gleich und wie Bob Proctor das so schön sagt, du kannst den Wind nicht verändern. Der Wind bläst, wie er bläst. Das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist, wie du deine Segel setzt und ob du sie setzt. Und ich habe mich dann entschieden, eben für die Zuschauer und für die Zuhörer die gelbe große Brille mit Freude und Chance aufzusetzen. Und habe dann Dinge in meinem Umfeld ganz anders wahrgenommen. Und das brachte uns, beziehungsweise mich dann irgendwann zu dem Punkt, dass ich einen Oscar-prämierten Produzenten aus Hollywood sah in einem Interview. Und da kam mir so die Idee, Norman, warum eine Halle mit 6.000 Leuten füllen, wenn es nicht auch einen Film geben könnte über die ganze Sache? Weil jetzt wurde es ja Hollywood-reif durch die Absage, im wahrsten Sinne des Wortes, der dieses Thema aufgreift. Der Mann mit dem Traum, dann geht es in den Keller und wie kam der wieder raus? Und am Ende spielt er diese große Show. Und mit der Idee bin ich über sehr viele Umwege zu diesem Produzenten gekommen und hast den Regiestuhl angesprochen, der steht schon da, der Oscar steht schon da, die erste Million für das Drehbuch ist schon da. Und es wird einen Hollywood-Blockbuster geben zu genau dieser Geschichte. Wir sind jetzt in den letzten Wochen der Interviews, also ich glaube seit 13, 14 Wochen interviewt für das Drehbuch. Über mein Leben, die graben alles aus, um daraus dann einen Hollywood-Blockbuster zu machen. Und auf Basis von diesem, der dann mindestens einen, ich gehe von drei Oscars aus, gewinnt, dann machen wir auch die Show. Und dann hat es einen ganz anderen quasi Welleneffekt und meine eigentliche Intention, die Welt positiv zu inspirieren, dass sie eben von der roten Brille auf die gelbe Brille wechseln, hat dann einen ganz anderen Hebel. Ja, ich sehe schon, das wird dann ganz groß. Da war das, was du vorhattest, ein Kinderspiel. Ja, super, Norm. Das ist super interessant, was du auch sagst mit dem, und es klingt ja so einfach. Wir hören es und haben es schon tausendmal gehört. Du musst nur das Positive drin sehen. Tatsächlich erinnere ich mich aber an letztes Jahr mit mindestens mal aus Rednersicht einem
ähnlichen Mindset, denn ich habe mir zum letzten Jahr vorgenommen, mehr auf Bühnen zu gehen, mehr Vorträge zu halten, weniger Trainings zu geben. Und das lief schon in der Vorbereitung eigentlich 2019 an, was dann alles gar nicht mehr so ging. Was habe ich draus gemacht? Ich habe letztendlich dann bei den Toastmasters die Chance genutzt, überall auf der Welt Clubs zu besuchen, weil sich alle online getroffen haben. Und das von zu Hause aus. So viel zum Thema das Positive sehen. Ich war noch nie so viel auf Toastmaster-Abenden wie letztes Jahr und dieses Jahr wahrscheinlich auch. Jetzt sind das ja so diese Dinge, mit denen man besser wird. Bei mir waren es zum Beispiel diese Toastmaster-Clubs, die mich einen Megaschritt nach vorne gebracht haben. Ein anderer Weg, der eingeschlagen wurde, als ich vorhatte, aber ein mindestens genauso guter. Und die Frage an dich, ich meine, du bist dreifacher Europameister und da würde ich gerne mal so ein bisschen das Kapitel davor aufschlagen und ein bisschen reinspringen. Denn heute schauen ja auch oder hören dann auch viele Toastmasters, viele Redebegeisterte zu. Wie bist du denn eigentlich so zum Redner gekommen und vor allem zu deinem Titel? Man fragt sich ja immer so, wie kann man denn so erfolgreich werden? Ich bin gerade mitten in den Wettbewerben. Ich weiß, wie schwer die Konkurrenz da zu schlagen ist. Erzähl uns doch mal so kurz dein Weg zum Top-Redner. Der ist wirklich spannend, weil er nicht danach aussah. Mein Motto war bis 2013 immer, ich habe kein Talent für die Bühne. Ich wollte auch nie auf eine Bühne, auch im Eventmanagement. Ich habe zwar die Entertainment-Abteilung geleitet, also wo die Künstler die Bühnen bespielt haben, nur ich war immer hinter der Bühne, weil ich gesagt habe, ich will das nicht, ich kann das nicht. Und bin dann, als ich einen Vortrag gehalten habe, bei uns intern noch fest angestellt, da hat mich quasi meine Leidenschaft geküsst, da habe ich einfach gemerkt, hier gehöre ich hin auf die Bühne. Und habe mich dann natürlich umgeschaut, bin damals an Greg oder über Greg Valentine gestoßen, ehemaliger Weltmeister, ganz, ganz großer Mentor, ich glaube, alles von ihm aufgesogen, was es gab. Und er hat immer wieder Toastmaster erwähnt. Dachte ich, da muss ich mal googeln und habe den Club in Stuttgart damals gefunden. Das war für mich der nächste. Und habe dem Götz Müller damals geschrieben und er sagt, ach, das ist praktisch, du wohnst doch ganz nahe bei Heilbronn. Wir wollen da gerade einen neuen Club gründen, mach doch da mit. Und dann wurde ich quasi direkt in die Heilbronner Clubgründung mit reingezogen und war, ich glaube, ein halbes Jahr dabei. Und dann kam der Präsident, der Bert, auf mich zu und sagte, du, wir haben einen Wettbewerb in ein, zwei Wochen. Mach doch mit. Und habe gesagt, was muss ich denn da machen? Ja, Thema ist humorvolle Rede. Da habe ich gesagt, ich bin doch kein Comedian. Das ist alles gut, ein Eisbrecher damals. Die Geschichte mit Franziska von Almsig, die fand ich lustig. Und da habe ich gedacht, hä? Mein Eisbrecher war lustig, also dass Franzi von Almsig mich abserviert hat, weil ich die so toll fand. Ganz eigene Geschichte, kann man googeln. Das war dann auch quasi die Europameisterschaftsvariante. Wie ging es mit Franzi weiter? Und ich dachte, na gut, wenn er sagt, das ist witzig, dann mache ich das halt. Und habe drüber nachgedacht und habe für mich entschieden, das könnte ein gutes Sprungbrett sein für meinen zukünftigen Beruf als Redner, wenn ich einen Titel gewinne. Nur bringt mir jetzt das Club-Level mit Heilbronn, bringt mir wenig. Und ich habe zu Bert damals gesagt, ich mache mit, wenn ich Europameister werde. Da musste der lachen, verständlicherweise, und hat gesagt, mach jetzt erstmal das Club-Level. Vielleicht willst du erstmal probieren, wie das geht. Du warst noch nie beim Wettbewerb, bist seit kurzem dabei. Eins nach dem anderen. Nur für mich war klar, wenn ich die Zeit investiere, und du hast es gerade angesprochen, da fließt sehr viel Zeit rein, wenn du das richtig machen willst, die nutze ich nur und die nehme ich mir nur, wenn ich gewinne. Und dann habe ich für mich entschieden, ich gewinne. Jetzt war das ja 4 Stufen weiter. Zudem kam noch dazu, dass er sagte, oh, Table Topics, Stegreifrede, brauchen wir noch Teilnehmer. Mach da auch mit. Ich habe auch keinen Plan gehabt, was ich mache. Club-Level gewonnen und der Rest ist Historie. Ich bin quasi beim ersten Mal einmal durch jeden Wettbewerb durchmarschiert und hatte am Ende des Tages, damals in Frankfurt war der Wettbewerb, hatte beide Titel und für mich war es klar und das möchte ich wirklich jedem als Tipp mitgeben. Ich habe damals die Urkunden, die es gab in Heilbronn genommen, habe die kopiert und habe das Datum verändert. Also damals noch mit Tippex, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, die Älteren kennen das noch. Habe mit Tippex das Datum quasi überstrichen und habe das Datum der Europameisterschaft eingetragen und habe somit jeden Tag in meinem Homeoffice, das es hier damals schon gab, habe ich die Urkunden gesehen.
Somit habe ich mein Gehirn über Wochen, gefühlt Monate, daran gewöhnt, dass es schon so ist. Natürlich habe ich trainiert, jeden Tag nach der Arbeit bis morgens um vier. Natürlich war ich bei Advanced Clubs in Nürnberg, die mir Feedback gaben. Natürlich habe ich mir für die letzte Runde einen Regisseur aus Berlin geholt, weil jeder gefühlt mit irgendwelchen Europa- und Weltmeistern gearbeitet hat, der da angetreten ist. Das war wichtig. Nur das Allerwichtigste war mein Mindset zu sagen, ich habe es schon. Nicht ich will, es wäre schön und es wäre toll, sondern ich habe es schon gewonnen. Und dadurch, dass ich die Urkunden hatte, hatte ich es auch schon. Ja, und wenn ich die Frage jetzt, oder wenn ich das, was du sagst, jetzt so ein bisschen ableite, ein bisschen umleite zu jemand, der sagt, naja, ich will jetzt nicht unbedingt Europameister werden, ich will nur einen ordentlichen Auftritt hinlegen vor Leuten, weil ich reden muss, weil ich öffentlich reden muss, ist das dann auch eine Möglichkeit? Und das ist super spannend, denn das Thema hatten wir tatsächlich noch nie in einem Podcast bei Bewegte Rhetorik. Ist das etwas, wo man sich motivieren kann? Große Ziele führen zu großen Erfolgen? Visualisieren? Oder wie würdest du jemand empfehlen, besser zu werden mit dem Ziel, das er letztendlich dann hat? Wiederholung, 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 Wiederholung. Ich glaube, es war entweder was Darren LaCroix oder Craig Valentine, die auf die Frage sagten, was ist mitunter das Wichtigste bei einem Vortrag? Und die Antwort war typisch amerikanisch, know your shit. Du musst wissen, über was du sprichst. Und ich glaube, diese Wiederholung, bis ich es kann und ob es am Ende des Tages um den 80. der Oma geht, wo ich einen Vortrag halte oder im Büro oder ein Online-Event oder einen Wettbewerb, ist ganz egal. Du musst wissen, über was du sprichst. Das heißt, verlass dich nicht nur auf PowerPoint und deine Kärtchen, sondern du musst es quasi in dir haben. Und wenn es dann noch was ist, was dich begeistert, was ja bei Toastmaster schön ist, du kriegst kein Thema vorgegeben. Du kannst über alles sprechen, was dich begeistert. Daher verstehe ich es manchmal nicht, dass so wenig Emotion bei manchen Vorträgen rüberkommt, wo ich sage, hey, du hast doch das Thema ausgesucht, wo es ein bisschen Spirit, Funken, Leidenschaft. Von daher auf jeden Fall Wiederholung, Wiederholung, Übung, Übung, Übung. Dafür ist Toastmaster grandios. Du kannst jede Woche üben, du kriegst immer tolles Feedback. Du kriegst die Guideline an die Hand, wie du es nacheinander aufbaust. War die beste Schule ever, die ich persönlich jedem empfehlen kann. Ja. Und wenn du dir dazu, das fand ich auch fulminant, die entsprechenden... Bei dir war es jetzt so, ja, weil das Ziel war, Urkundenausdrucks, das Datum mitschreibst und das quasi dann im Blickfeld hast. So, das ist mein Ziel, da will ich hin. Super, ich glaube, das mache ich auch. Mein nächster Auftritt steht im Jahr am 17.04. Das solltest du machen, Felix, weil vielleicht da noch ein Satz dazu. Die Frage hängt ein bisschen verdrängt, das tut mir leid. Macht Visualisierung Sinn? Auf jeden Fall. Weil schau, alles, was auf diesem Planeten gibt, sieht sehr haptisch aus. Alles ist angreifbar. Nur, wie entstand denn alles? Es entstand alles aus einer Idee. Alles, was wir materiell um uns herum haben, den Laptop, das Handy, den Kuli, die riesen Brillen hier, fiel nicht vom Himmel. Es war eine Idee, es war eine Vorstellung im Kopf eines Menschen, der gesagt hat, hey, komm, lass mal so eine Brille bauen, lass mal ein Handy bauen. Das bedeutet, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du diese Urkunde besitzt, warum sollte es passieren? Und du hast es vorhin angesprochen, hinter mir steht der Regiestuhl, hier steht der Oscar, hier steht das vorläufige Filmposter mit Ryan Gosling und Scarlett Johansson. Und ich habe mich auch reinretuschieren lassen, auch wenn ich nicht mitspiele. Hier ist die Prämierung für die Oscars, welche Filme prämiert sind. Ich bin umgeben, und die Millionen Dollar natürlich, ganz wichtig, Diamanten liegen hier auch noch, ich bin umgeben von einem gefühlten Vision Board, mein Hintergrund. Als wir im Vorgespräch sprachen, Miami Beach, das Strandhaus. Ich lebe heute schon an dem Ort, an dem ich aktuell noch nicht sitze. Ich sitze gerade in Künzelsau, da gibt es weder Strand noch Oscar. Nur mein Gehirn weiß es doch nicht. Das heißt, ich konditioniere mein Gehirn auf all diese Erfolge und Gewinne heute schon, dass es nur noch so kommen kann, weil alles, was ich tue, mein Gehirn automatisch vom Fokus her in die richtige Richtung bringt. Daher Visualisierung. Wichtigkeitsskala von 1 bis 10. 1 ist unwichtig, 10 ist wichtig, ist Visualisierung eine 100. Ohne Visualisierung brauchst du bei nichts antreten, bei keinem Wettbewerb und bei gar nichts im Leben. Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, lass es.
Jetzt haben wir vorher alle gesehen, beziehungsweise für die Zuhörer habe ich es auch kurz erklärt, Requisiten. Du nutzt Requisiten. Ich habe ein paar Vorträge von dir reingeschaut. Da habe ich auch Requisiten gesehen. Deswegen die Frage, ist das so deine Art, was dich besonders macht als Redner, was dich ausmacht? Ist das die Nutzung von Requisiten oder ist es vielleicht auch irgendwas anderes? Und vor allem, was ist es, was dich so stark macht? Es ist die Requisite auf der einen Seite und die Requisite ist Mittel zum Zweck. Weil, schau, ich kann dir die Geschichte erzählen, mit diesem Fokus verändern, wie ich es gemacht habe. Und wenn ich parallel noch eine so große Brille aufsetze, dann ist es dir klar. Das heißt, ich gebe dem auditiven Signal noch ein visuelles Signal hinzu. Und darum war damals bei meiner Show auch ein klassisches Orchester geplant, das bisher noch kein Redner auf diesem Planeten hatte. Es kam noch kein einziger auf den Trichter zu sagen, ähnlich wie bei einem Film, ich spiele mal Filmmusik im Hintergrund ein. Nicht 100% der Zeit, da nervt's. Nur manche haben für die Abschlussgeschichte, da ist dann Musik drin. Das heißt, was mich ausmacht und besonders macht, ist diese starke Emotionalisierung. Da gehört Musik dazu, da gehören Requisiten dazu und natürlich ganz viel Storytelling, weil das weißt du auch als Profi, du kannst Dinge ganz unterschiedlich vermitteln. Und wir meinen oft mit dem Wissen, das wir haben, egal zu welchem Bereich, in dem wir sind, wir müssen auf einer Skala von 1, 1 ist kein Wissen, 10 ist viel Wissen, wir müssen, wenn wir selber ein Wissen von 10 haben, wir sind Profi, dann müssen wir es ein bisschen runterbrechen für unsere Audience, so auf 6 bis 7, vielleicht 8, dass wir immer noch den Profi rausgehen und sagen, guck mal, ich weiß, ich schmeiße immer wieder Fachwörter rein. Nur es ist bewiesen, dass der Kunde, mein Gegenüber, kauft auf einem Level zwischen 1 und 2. Das bedeutet, all mein Fachwissen kann ich getrost zu Hause lassen oder ich frage mich, wie kann ich über die Nutzung von zum Beispiel Requisiten oder Storytelling dieses komplizierte und komplexe Wissen so einfach verpacken, dass es Karl-Heinz und Lieschen Müller automatisch verstehen und sagen, ah, jetzt weiß ich, was der meint. Daher, ja, ich liebe Requisiten, das ist meins, ich liebe Musik und es so einfach zu machen, wie es geht. Und wenn wir noch mal eine halbe Stunde hätten, würden wir jetzt über Requisiten sprechen. Ich finde das nämlich auch unglaublich spannend. Man kann viel davon machen, damit machen, von Zaubertricks bis zu tatsächlichen Visualisierungen mit einem Glas Wasser oder sonst irgendwas. Also das ist, es gibt super, super viele Möglichkeiten. Ich schätze, das ist mal noch ein Gesprächsthema für ein anderes Interview. Die Zeit verfliegt, liebe Zuschauer. Wir haben schon wieder 30 Minuten einen mega Input bekommen und noch eine spannende Geschichte heute dazu. Was will man mehr? Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Norm, die Leute haben jetzt viel über dich gehört und die Frage am Ende oder eine der letzten Fragen ist ja immer, wo findet man dich denn, wenn man mehr über dich wissen will, wo findet man dich und wo findet man vor allem dein Seminarangebot oder was auch immer du anbieten willst, das ist jetzt deine Bühne, bitte. Vielen Dank, Felix. Ganz klassisch auf allen sozialen Medien, die es da gibt, unter meinem Namen Norman Kräter, also Norman Kräter mit G, was auch die Homepage ist, norman-kraeter.com. Und da könnt ihr euch gerne umschauen, da gibt es alle Infos, da gibt es auch Bonusmaterial, wer ein bisschen kostenlose Sachen mal anschauen möchte oder ein paar Geschenke haben, gibt es da alles zu finden, kann in mein Buch reinlesen und tobt euch einfach aus auf norman-kraeter.com oder vernetzt euch, wo auch immer sozial unterwegs seid. Macht das auf jeden Fall. Die Internetadresse, der direkte Link ist auch unter dem Interview beziehungsweise dann in der Podcast beziehungsweise YouTube-Beschreibung auch zu finden. Die allerletzte Frage gehört immer meinem Gast, beziehungsweise die allerletzten Worte, die Möglichkeit, dass du dich nochmal austoben kannst mit einem Tipp, wo du glaubst, den sollten wir unbedingt wissen oder etwas, was du uns mitgeben möchtest, angehenden Rednern, Redeinteressierten. Was ist das? Es gibt ganz viele, die wichtig sind und mitunter der allerwichtigste, der mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, sind wiederum drei Worte, die vermeintlich einfach klingen und den Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg bilden. Und die drei Worte lauten, sei
du selbst. Sei du selbst, fängt an bei einem Outfit, das du anziehst, auf einer Bühne, bei einem Wettbewerb, bei einem Kunden, wo auch immer, bis zu deinem Inhalt. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn du das professionell machst, passt du dich sehr oft deinem Publikum an. Und ich habe viele Jahre gefragt, lieber Kunde, was haben denn Ihre Teilnehmer an? Anzug, Krawatte. Gut, komme ich auch in Anzug, Krawatte. Trage ich gern, verstehe mich richtig. Und wenn ich normal unterwegs bin, trage ich das, was ich jetzt trage. Und der Game Changer kam irgendwann, als 2, 3 Kunden nacheinander sagten, ziehen Sie an, was Sie wollen. Hauptsache, Sie sind authentisch. Sei du selbst. Und das ist der wichtigste Tipp. Lass dich nicht verstellen und verstell dich nicht, selbst wenn dir Regisseure oder Freunde Tipps geben und sagen, mach's mal so und so, Profis machen das auch. Wenn es dein Ding ist, sehr gut. Wenn es nicht dein Ding ist und du eine Rolle spielst, es wird Menschen auffallen. Und unser Job als Redner ist, Menschen im Herzen zu berühren. Unser Job ist nicht geführtes Lesen, nicht PowerPoint vorlesen, das können die Leute selber, sondern zu vermitteln, warum es wichtig ist, irgendetwas zu tun. Und das schaffst du nur zu vermitteln, wenn du authentisch bist und einfach du selbst bist. Weise Worte zum Ende. Ich freue mich für alle, die beim nächsten Mal wieder dabei sind und darf mich an der Stelle verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, adieu und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.